Dieses Video wird euch präsentiert von Meravando. Bucht ab sofort eure Kreuzfahrten klimaneutral auf meravando.de, denn Meravando schenkt euch die CO2-Kompensation zu eurer Kreuzfahrt. Ahoi, ihr Lieben, der 24. Juli 2020 ist heute ein besonderer Tag, denn ich gehe das erste Mal nach 4,5 Monaten wieder an Bord eines Hochseekreuzfahrtschiffs und nach 16 Monaten bin ich auch mal wieder bei der Mein Schiff-Flotte an Bord. Denn heute startet der Betrieb wieder der deutschen Hochseereedereien und TUI Cruises macht den Anfang. Koffer habe ich schon gepackt hier. Zwischen 16 und 17 Uhr kann ich an Bord gehen. Kabine 8031, Balkonkabine habe ich gebucht und ja, ich bin gespannt, wie es wirklich wird. Ja, also ist natürlich eine ganz besondere Reise, das erste Mal unter Corona-Bedingungen. So, was macht das Wetter? Also, wenn wir mal rausschauen, ja, also sagen wir mal so, es ist ein bisschen steigerungsfähig, ein paar Wolken sind am Himmel, hoffen wir mal, dass es trocken bleibt. Und ich würde mal schauen, ich gucke jetzt mal, wie ich da hinkomme nach Steinwerder, das ungeliebte Steinwerder, weil man da so schlecht hinkommt. Also wie ich da hinkomme, ich kann natürlich jetzt zum Zopp gehen, zum Omnibusbahnhof und wenn es jetzt trocken bleiben sollte, mache ich das auch und dann nehme ich da den Shuttlebus von TUI Cruises, ansonsten nehme ich leider ein Taxi, also schauen wir mal. Das wirklich praktisch ist, ich laufe von zu Hause bis hier wirklich nur 5 Minuten und es gibt immer zwei Varianten mit dem Shuttle vom Hauptbahnhof zu den Schiffen, entweder hier direkt vom Hauptbahnhof, Kirchenallee, ja hier ist jetzt heute niemand, wie man sieht, also kein Transferbus, oder aber da, wo wir jetzt ein paar Meter weiter noch gehen, dann da zum zentralen Omnibusbahnhof. Wobei ich jetzt tatsächlich nochmal zurück muss, man glaubt es nicht, ich habe was vergessen, was ich noch nie vergessen habe, gefühlt, mein Smartphone, ohne das geht es natürlich nicht, also schnell nochmal zurück. Da ist es, ne? Ich habe es nämlich extra nochmal aufgeladen, weil heute, nachher streame ich ja live auf YouTube und da braucht es natürlich viel Strom. Aber das wäre natürlich was gewesen hier, wenn ich es vergessen hätte, meine Herren. Also das ganze Spiel nochmal, ja, habe ich jetzt 10 Minuten verloren. Aber gut, ich meine, das Schiff fährt ja erst am späten Abend ab. Man hätte natürlich jetzt auch mit dem Taxi fahren können, aber Wetter ist soweit eigentlich okay. Und am Ende, ich meine, guck mal, da zahlt man so 25 bis 30 Euro sicherlich jetzt hier so ab der Innenstadt. Und ja, da muss man einfach sagen, es muss ja nicht sein, wenn es auch mit dem inklusiven Shuttle geht. Ne? Gleich sind wir angekommen beim Zopp. Hier würde es noch abgehen zum Steindamm. Klein Istanbul könnte man es auch nennen. Es gibt, glaube ich, keine Straße in Hamburg, wo so viele Dönerbuden am Stück sozusagen sind. Das ist wirklich irre. Oh, jetzt ist grün. Schnell noch rüber hier. Und direkt am Zopp. Mensch, guck mal. Keiner hier eigentlich, also fast keiner. Dann kannst du ja auch gleich losgehen. Maske auf und dann ab dafür. Und guck mal hier, sogar ein Spender mit Desinfektionsmittel. Direkt beim Einsteigen im Bus. Das ist natürlich was ganz Neues. Und auch schon im Bus. Ja, die Plätze sind alle zu benutzen offensichtlich. Also da sind jetzt keine gesperrt. Nur da vorne zum Fahrer, da kommt man nicht. Da ist eine Absperrung. Ne? Also ja, dann mal los. Generell würde ich Sie gerne noch mal darauf hinweisen, sowohl hier im Bus als auch im gesamten Terminalbereich die Maske korrekt aufzusetzen. Das heißt über Mund und über Nase bitte. Sie schützen sich gegenseitig, sie schützen uns und sie helfen uns dabei, dass dieses ganze Projekt des Neustarts wieder funktionieren kann. Ja, guck mal, das große Wiedersehen heute. Ne? Zuletzt habe ich Sie gesehen, Februar 2019 und jetzt hier wieder in Hamburg. Ja, und das Rausfahren aus Hamburg nachher wird hoffentlich sehr schön dann. Ja, die Bedingungen sind jetzt hier auch ein bisschen anders, als man es kennt hier am Kreuzfahrtterminal. Das ist jetzt quasi vor dem Wohlfühlschiff die Wohlfühlschlange. Ja. Das Kreuzfahrtterminal Steinwerder ist ja noch nicht mit Landstrom ausgestattet, aber guck mal, immerhin Strom für Autos, immerhin. Wenn man hier ein bisschen warten muss, was man da alles sieht. Ne? Auf dem Boden sind hier übrigens Streifen, ne, die dann markieren sollen, wo dann der nächste stehen soll. Und man sieht, wird auch eingehalten hier. So, die erste Stunde des Wartens ist rum. Ja gut, die Abläufe müssen sich irgendwie noch einspielen. Ne? Ich meine, hier am Terminal passierte jetzt die letzten Monate nichts. Also hoffen wir mal, dass das bei den nächsten Reisen dann schon wieder besser wird. Wenn man dann reinkommt, ist hier auch schon dann das Fiebermessen mit einer Kamera. Jetzt bin ich zwar hier drin, aber das sieht mir auch gleich nochmal nach etwas längerer Wartezeit aus. 16 bis 17 Uhr wäre eigentlich mein Eincheck-Slot gewesen. Jetzt ist es nach 18 Uhr sogar schon. Also hat jetzt doch 2 Stunden gedauert. Ja. Ist so ein bisschen so, ich wusste natürlich vorher, dass das jetzt eine Reise ist, wo noch nicht so alles klappt, aber ich hatte gedacht, so dieser Eincheckprozess, das ist was, wird so flutschen sozusagen, aber nichts da. Naja, gut. Also jetzt auf die Kabine, schnell. Und dann soll man selbstständig zur Musterstation gehen. Da findet dann eine kurze Einweisung, Sicherheitseinweisung statt.
Ja, endlich angekommen an Bord. Ja, guck mal, hier hat man jetzt so einen Bereich, Wartebereich hier für die Rezeption oder was, aber da wartet gerade gar keiner. Aber ja, ich meine, jetzt trotz allem schön, dann wieder hier zu sein. Ne? Ah, jawohl. So, lange nicht gesehen. Ja, guck mal hier, Masken gibt es auch, das ist schon mal gut. Obwohl man sollte die mitbringen, aber ich meine, das schadet ja nicht. So Kaffeemaschine und so, guck mal, das hat man ja alles belassen. Das hat man jetzt nicht irgendwie entfernt wegen Corona, sondern nö, das ist auch alles da, jawohl. Und ja, dann würde ich sagen, gehe ich dann gleich mal zu meiner Sicherheitseinweisung. Ne? In der Kabine muss ich natürlich keine Maske tragen, ist ja klar. Wenn ich jetzt gleich aber wieder rausgehe zur Sicherheitseinweisung, woher weiß ich denn, wo ich eigentlich hin muss zur Sicherheitseinweisung? Da steht hier dann immer an der Kabinentür, also wer noch keine Kreuzfahrt gemacht hat, der weiß das. Musterstation Deck 5. Wo denn da? Ach so, ja hier, da das Theater. Also da werde ich jetzt mal hingehen. Guck mal, ich dachte, ich hätte eine Kabine hinten, jetzt habe ich doch eine vorne. Irgendwie bin ich da ein bisschen durcheinander geraten, glaube ich, bei der Buchung, aber egal. Also bei der Seenotrettungsübung habe ich jetzt nicht gefilmt, aber man stand dort jeweils auf so einem Punkt, den habe ich mal gefilmt. Und damit man sich nicht zu nahe kommt, viele hatten das ja vorher befürchtet, so oh Gott, was wird aus der Seenotrettungsübung? Also das ist alles ganz entspannt gewesen. Und dann gibt es so eine kleine Einführung, dauert ein paar Minuten. Ja, und jetzt muss ich, glaube ich, erstmal dringend was trinken, weil ich habe irgendwie beim Check-in gab es nichts. Ganz viel Durst auf Wasser jetzt. Was schon auffällt, was man sehr viel mehr an Bord hat, sind hier überall diese Desinfektionsspender. Ja. Und wie ist es dann im Fahrstuhl? Maximal 4 Personen und das ist dann hier so eingeteilt. Und dann war es auch schon Zeit um 19 Uhr zum Essen. Und weil ich zwei Freunde hier habe, die in einer Junior-Suite übernachten, wollten die in die X-Lounge gehen zum Abendessen. Und da hatte ich dann einen Salat mit Hummer, dann eine Spargelcremesuppe, dann Hummer mit Linguine und dann ein Schokoladendessert. Und am Ende noch den Käse. So, das ist alles solide und anständig gewesen, wie man das kennt, da oben in dieser wirklich sehr entspannten Atmosphäre. Ich musste dann mal so ein bisschen auf die Uhr gucken, weil es ist jetzt 21.13 Uhr und es geht gleich los. Wir laufen gleich aus. Oh, jetzt wollte ich hier den Balkon mal öffnen, weil ich wollte mal zeigen, wo wir hier eigentlich sind. Wir sind ja hier im Terminal Steinwerder und gleich geht es los. Und man hat hier so einen fantastischen Blick auf die Elbphilharmonie. Herrlich, oder? Das war ja der Livestream. Mensch, 82 Minuten habe ich live gestreamt, glaube ich. 82 Minuten. 4.500 Leute waren in der Spitze da. Das war echt krass, habe ich echt noch nie gehabt. Ne? Also wirklich irre. Vielen, vielen Dank, hat echt auch super Spaß gemacht. Ich habe mehr geredet, als ich bislang an Bord erlebt habe. Weiß gar nicht, wie ich das gemacht habe. Aber gut. Ihr seht schon, so richtig viel ist noch nicht passiert, aber ich war jetzt wirklich erstmal mit diesem Livestream beschäftigt. So, 23.20 Uhr haben wir es. Ich würde sagen, das ist schon mal gewesen, der erste Tag, aber der Vlog geht natürlich weiter und dann schauen wir uns mal an, wie es so aussieht mit den Corona-Maßnahmen natürlich an Bord, wie das hier so umgesetzt wird. Einen schönen guten Morgen. Es ist 10.30 Uhr, Seetag und wir sind unterwegs auf der Nordsee. Wetter ja insgesamt nur so mittel. Und wie habe ich geschlafen? Es hat ein bisschen gedauert, bis ich eingeschlafen bin. Ja, deswegen habe ich da noch relativ lange geschlafen. Jetzt ist es auch schon 10.30 Uhr und ja, das ist ja hier, was Frühstück angeht, überhaupt gar kein Problem. Also Essen bekomme ich ja eigentlich immer, wirklich immer, also tagsüber, ne? Bis, ich glaube, nach Quatsch, nein, es gibt das Tag- und Nachtbistro, also deswegen habe ich immer Essen. Und Tag- und Nachtbistro ist auch schon das richtige Stichwort. Da gehe ich jetzt mal hin zum Frühstück. Und kurz vor dem Tag- und Nachtbistro ist hier so eine Tafel mit Buchstaben. Und guck mal, da hat jemand schon was rangeschrieben. Was in diesen Zeiten neu ist, es wird jeden Morgen mit einer Wärmebildkamera Fieber gemessen. Und am Buffet sagt man dann, was man haben möchte. Das kriegt man dann auf einen Teller gepackt. Ja, das habe ich jetzt mal gemacht. Rührei, Käse, Lachs und zwei Brötchen. Und dann wird einem hier der Kaffee gebracht am frisch desinfizierten Tisch. Ansonsten alles leer hier, ne? Ganz entspannt.
Jetzt fiel mir noch auf, dass da was fehlte. Habe ich dann noch nachgeholt. Und zwar die Butter. Und wieder eine Fahrt mit dem Fahrstuhl. Ich dachte ja, man müsse die ganze Zeit laufen, weil wahrscheinlich immer mehr als 4 Leute drin sein werden. Aber das ist schon wieder die nächste Fahrt, wo ja gar keiner drin ist. Also wirklich sehr entspannt. Ne? Deck 12. Wir hatten dann heute Vormittag im Ruhepol so einen kleinen Termin mit den ganzen Medienleuten. So, ja, da habt ihr schon gesehen, ging relativ entspannt zu. Entspannt ist aber auch das richtige Stichwort. Wir haben jetzt hier so, na, ich würde mal schätzen, so 17 Grad oder so. Und ja, es ist jetzt von der Uhrzeit 13.20 Uhr. Genau, also man sieht so, es ist jetzt nicht so wirklich viel los. Ich würde so weit gehen, das ist jetzt hier eine Fülle. Ja, es ist wie auf dem Luxusschiff letztlich, so von der Dichte her, ne? Und das relativiert dann natürlich so ein bisschen so die Preise, weil viele haben ja gesagt, so, warum zahlt man hier normale Preise? Ich meine, ja, es ist natürlich genau das, was man dann irgendwie auch gewissermaßen mitbezahlt, ne? Dass es natürlich so leer ist. Also dadurch ist es natürlich eine extrem entspannte Atmosphäre. Und ja, man kann so ein bisschen, wenn man das mal schaut, die liegen, jetzt ist gerade nicht so schön das Wetter, aber man hat die hier auseinandergelegt, ja, auseinandergestellt. Also da wäre dann eigentlich auch Platz, wenn da jemand liegen möchte. Ich meine, hoffen wir nochmal, dass morgen ein bisschen sonniger ist. Aber ja, ne, also da seht ihr, so ja, extrem entspannt. Die Gesamterfahrung, ich habe jetzt hier gerade mit dem Harald von generalalarm.de gesessen und irgendwie dachten wir beide so, boah, ist im Grunde ähnlich wie sonst, außer dass es jetzt halt sehr, sehr, sehr leer ist und entspannt. Ne? Das ist ja erstmal nur nichts Negatives. Aber es ist nun mal so, das TUI Cruises Produkt ist jetzt nicht so. Das ist schon eher ja so ein bisschen so, dass es da jetzt nicht geht um Party und Stimmung, Stimmung, Stimmung und so. Und deswegen ist dann jetzt auch so in dieser ruhigen Anmutung gar nicht so sehr viel anders als sonst. Wenn man sich dann hier mal umschaut auf dem Pooldeck, da sind da auch durchaus Schilder auf dem Boden, ne? Wo dann steht, bitte den Mindestabstand einhalten. Was die Barplätze angeht, das ist ja viel vorher schon thematisiert worden. Ja, die sind eben gesperrt. Hat man hier so ein bisschen, ja, so ein Flatterband und ja, dann immer so Zettel drauf auch wieder. Ne? Ich muss leider absagen, unsere Verabredung ist leider geplatzt. Bitte besetzen Sie sich nur auf die freigegebenen Sitzplätze. Und auf dem Weg ins Buffet-Restaurant geht es erstmal vorbei am obligatorischen Händewaschen. Ja, da hat man früher auch nicht so drauf geachtet, aber heute ist das quasi Vorgabe. Und das Ganze hat man jetzt hier umgestellt auf Bedienung. Ja, also Bedienung an den Stationen. Das heißt hier Wokstation zum Beispiel. Man sagt dann, was man haben möchte und muss das dann nicht mehr selber zusammenpacken, sondern das macht dann Personal. Ja, also die Wokstation gibt es weiterhin. Manche haben sich das ja vorher gefragt. Und die Bedienung, das gilt auch hier. Und man bekommt dann noch so einen Teller, abgedeckt mit so einer Plastikhaube. Ja. Musste man hier nicht so sehr viel verändern. Das war das große Glück, ne, für TUI Cruises, dass man das schon so eigentlich gebaut hatte, dass du es relativ leicht umrüsten kannst. Bisschen schwierig ist es natürlich, ja, da mit den Inseln, wo keiner dahinter stehen kann. Da hat man dann halt einen Mitarbeiter, ja, der daneben steht und einem dann rausgibt. Und man sieht auch hier mit Handschuhen und so. Ja. Also ist schon ganz, ganz gut gemacht. Ich meine, gut, was ist im Moment die Alternative, ne? Beim Mittagessen hatte ich mich dann mal für den Fischmarkt entschieden und hatte dann ein erstmal sehr leckeres Garnelen-Tartar. So, und jetzt hätte ich gerne noch ein bisschen mehr gezeigt, aber es kam dann irgendwie mein Backfisch aus irgendwelchen Gründen nicht an Land. Aber jetzt hatten die Freunde, mit denen ich Mittagessen war, hatten so viel an anderen Sachen bestellt, dass ich da so ein bisschen von gegessen habe. Und dann dachte ich, ach komm, jetzt muss der Backfisch auch nicht mehr kommen. Also, so, und dann gab es noch ein Eis zum Nachtisch. So, ja. Ich weiß nicht, wie gut man es jetzt auf der Aufnahme sehen kann. Das Wetter ist leider jetzt etwas deutlich schlechter geworden. Es ist dann doch mal ein bisschen nass gewesen hier zwischendurch. Ja. Ah, da sieht man, das ist natürlich schon ein Nachteil dann. Ne? Ja, wenn es im Sommer Richtung Norden geht und vor allen Dingen im Sommer 2020, dann habe ich erst recht ja, keine Sicherheit für wirklich schönes Wetter. Also, ja gut, vielleicht auch nur Pech. Viele fragen sich ja auch, wie ist das Programm auf so einer Reise? So, man sieht, ja, das ist ein relativ umfangreiches Seetagsprogramm. Ja, das sind viele Dinge, wie man sie auch schon kennt. Also, dass es morgens mal ein Lachsfrühstück gibt oder aber ein Vortrag vom Lektor, die Geschichte der Kreuzfahrt, Malkurs für Kids und Teens, Shuffleboard, Pilates-Workshop, Porträts am Schiffsbug, teilweise auch gebührenpflichtig, also wie Workshop oder Porträts oder solche Dinge. Ein Vortrag, wie man schlank wird, Fleischverkostung, Pianomusik an der Diamantbar, dann diverse Gastkünstler in der Schaubude,
Und das auch schon Schaubude. Das war eine Fernsehsendung. Schaubühne. Und das auch schon um 12 Uhr. Also da gibt es den ganzen Tag was. Das muss allerdings per App vorgebucht werden. Also da kann man nicht einfach spontan hingehen. Oder aber, dann gibt es einen Vortrag von einem Astronomen, Shuffleboard, Pasta-Workshop, Fitness-Training, Bingo, Malkurs, Strudel-Workshop, Fotoshooting, Cycling-Event oder. Hier gehe ich gleich hin. Alexander Lehmann, natürlich übernatürlich, ein Zauberer. Da habe ich einen Platz reserviert. Shuffleboard, dann gibt es die Abendschau live. Das ist, glaube ich, neu im Fernsehen. So eine Sendung vom Kreuzfahrtdirektor. Malkurs, dann ein Gastkünstler wieder, Bingo, wieder Musik hier von Udo Jürgens, die ich ja nun eigentlich liebe, aber habe ich keinen Platz mehr bekommen, leider. Gin-Workshop, Lounge-Musik, ja, also hat man sich schon ein bisschen was einfallen lassen, dann noch hier Sterne beobachten, ja, also sicherlich eine ganz gute Idee, also ja, wird jetzt sicherlich nicht langweilig. So, und jetzt bin ich gerade nochmal zum Kaffeetrinken verabredet im Esszimmer, im Diamanten. So, entgegen der Gewohnheit gab es jetzt im Esszimmer gar nicht so besondere Kuchen, wie das sonst immer war. Deswegen bin ich jetzt doch hier ins Buffet-Restaurant gegangen und man kriegt das dann hier wieder auch mit so einer kleinen Haube. Und haha, da ist er dann, der Kuchen, Himbeertorte und ja, Schokolade, Vanille oder was das ist. Die Auswahl, muss man sagen, war hier wirklich richtig, richtig groß da am Buffet, wie man es eben gewohnt ist, aber halt mit Bedienung. Und jetzt habe ich hier ein Ticket hier für die Schaubühne für den Zauberer Alexander Lehmann. Ja, mal gucken, wie das hier wird. Man hatte da in der Schaubühne relativ viele Plätze entfernt, was aber ja auch nötig ist, um da eben Abstand zu halten. Was für Zauberer Alexander Lehmann nicht so ganz einfach war. Normalerweise ist es so, dass er natürlich mit Kandidaten aus dem Publikum arbeitet. So, das ging halt nur so sehr rudimentär. Also hat er dann im Großen und Ganzen ganz gut gemacht. Aber klar, das ist auch was, wo sich Zauberer so ein bisschen umstellen müssen, ne? Die ja sehr viel sonst mit Menschen aus dem Publikum machen. Und in Zeiten, wo das eben nicht geht, weil man da wie Abstand nicht einhalten kann oder so, muss man da natürlich ein bisschen sich was Neues überlegen. Wer nun da in der Schaubühne oder auch im Theater keinen Platz mehr bekommen hat, weil er es nicht mehr reservieren konnte, gar kein Problem, kann man sich ja auch im Fernsehen dann live angucken. Aber klar, ne, das ist natürlich nicht ganz so toll, wie wenn man da jetzt so live vor Ort ist. So langsam geht es Christian Sand entgegen. Das ist ja ein Halt, wo wir einen technischen Stopp haben. Ich bin mal sehr gespannt. Ich habe hier die Zeitrafferkamera montiert. Ob wir da irgendwie auch was sehen, schauen wir mal. Ihr seht schon, Wetter hier eher fieseste Nebelsuppe, ja, aber gut. Hier habe ich nun die letzten 2 Stunden genutzt. Ja, es ist ja so, dass hier dann viele, viele an Bord sind, die man so kennt, mit denen man vielleicht auch mal geschäftlich zu tun hatte oder zu tun haben wird. So, die trifft man dann natürlich auch. Also das war jetzt nicht so wirklich etwas zum Vloggen. Aber jetzt ist es Zeit zum Abendessen, ist schon 21 Uhr und da gehe ich nun mal eben in den Ankelmannsplatz. So, man sieht so richtig, voll ist es hier nicht. Man geht dann eben an die Station und dann sagt man, was man haben möchte. Das ist nicht so ganz unkompliziert natürlich, weil man wirklich wegen jeder Kleinigkeit natürlich sagen muss, was man möchte. Und ja, ich habe dann hier 2 Salate genommen, Coleslaw und Turkey Breast, wie sagt man, Truthahnbrust und ein Brötchen, Sesame Roll. Also ist ja mal gut, dass man ein bisschen Englisch kann, dann kann man euch sagen, was man möchte. Und ein Glas Wein, was man dann bekommt, dann da auch eben an diesen Stationen mit Bedienung. So, kleiner Zwischengang hier, Frühlingsrollen und dann gibt es was von der Wok-Station. Also Wok-Station, das ist immer das, wo ich lande, wenn ich nicht so richtig weiß, was ich hier nehmen soll im Buffet-Restaurant. Aber das ist eigentlich meine sichere Bank hier mit so ein bisschen Shrimps und Nudeln und Gemüse. Und dann noch zum Nachtisch, ja, habe ich noch so ein paar Desserts mir geben lassen, die da eben so waren. Sieht doch auf jeden Fall ganz lecker aus. Käse hätte ich gerne auch noch genommen, aber da hat sie irgendwie schon dicht gemacht. 21.31 Uhr, war eine Minute zu spät. Und während ich noch im Ankelmannsplatz saß, sind wir dann angekommen in Christiansand und haben uns dort gedreht. Das alles wirklich nur bei mittelgutem Wetter, ne? Und danach bin ich dann gewesen im Theater, hatte ich reserviert vorher das Terry Green Project. Sängerin Terry Green
gemeinsam mit ihrem Pianisten und Saxophonisten. Und da war wirklich, ja, richtig gute Stimmung bei richtig guter Musik. Nach dem Theater hatte ich dann wieder noch ein kleines bisschen Hunger, habe dann eine Currywurst im Taco Nacht Bistro gegessen mit ein paar Pommes. So, ja, und das ist dann auch schon gewesen. Da wart ihr ein bisschen dabei bei mir. Wie viele Stunden jetzt eigentlich? Ach, fast über 30 Stunden. Ich hoffe, ihr habt mal einen kleinen Eindruck bekommen, wie es hier so war. Und wenn ihr mal Angebote checken wollt, dann klickt da auf den Link. Und ansonsten, irgendwie ist meine Stimme gerade so ein bisschen weg, weil ich viel gequatscht habe heute. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss.